Hi, ich bin Sade Reh und ab jetzt gibt's wieder neue Musik von mir. Die aktuelle CD heißt Looking Away. Als ich in einem Fernsehinterview, in dem es nicht um Musik ging, sondern um meine Arbeiten als Bildhauerin, um den Garten der Engel, um das Atelier Maison Bleu, gefragt wurde, ob ich denn jemals wieder Musik machen werde. Es ging natürlich auch die Frage deswegen, weil meine Vergangenheit aus der Musik kommt. Da meinte ich, wer weiß, vielleicht tritt mich nochmal ein Pferd und ich mache wieder Musik. Nun, es trat mich kein Pferd. Es trat mich die Lust, wieder Musik zu machen. Es trat mich aber auch die Umwelt. Es trat mich aber auch die Natur und die Verantwortung anderen Generationen gegenüber. Und es trat mich ehrlich gesagt auch das Gewissen. Und aus diesem Grund, es brannte mir unter den Nägeln und ich habe beschlossen, etwas dagegen zu tun, meine Äußerungen dagegen oder dafür zu machen. Als wir dann im Studio waren und die Aufnahmen machten und wir hörten, dass diese Friday for Future Bewegung jetzt in Gang kam, haben wir eigentlich nur mehr gejubelt. Denn plötzlich fühlst du dich nicht mehr allein und plötzlich weißt du, es kämpfen auch andere Leute mit dir und denken auch so wie du. Ja, wenn ich mich alleine so in meiner Umgebung umsehe, dann wird meine Besorgnis von Tag zu Tag größer. Es werden Tonnen von Beton in die Gärten gekippt, die Böden werden exzessiv versiegelt und die Bäume werden achtlos gefällt und durch Sonnenschirme ersetzt. Und haben Sie schon jemals ein Vogelnest auf einem Sonnenschirm gesehen? Und wir wundern uns jetzt, dass die Vögel aussterben, dass die Insekten aussterben. Ja, ich bitte Sie, wo soll da irgendetwas Leben noch gedeihen können? Und gerade dieses Thema, das greife ich auch in meinem Song auf. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, wir sollten alle etwas tun. Mein Mann Fio und ich, wir arbeiten ausschließlich im Team. Er komponiert, spielt die Keyboards und spielt Klavier und macht die gesamte Technik. Ich wiederum komponiere und schreibe die Texte und ich interpretiere dann die Songs. Und das war es dann eigentlich. Ich sehe die Musik als Sprachrohr, als Ausdrucksmittel für Themen, die mich bewegen, die mir unter den Nägeln brennen. Und mein Ziel ist es, Menschen zu erreichen, die ebenso denken wie ich oder die dies ebenso bewegt wie mich. Und da hätte ich schon viel erreicht oder vielleicht rege ich sie zum Denken für dieses Thema an. Und wenn jemand dabei ist, der sagt, Mensch, das möchte ich jetzt auch machen oder aber ich bin ja zu alt oder irgendwelche sonstigen Gründe hätte, dann sage ich nur, Alter ist egal, Alter ist nur eine Zahl.